Es gibt drei Grundformen der Vorstellungsgespräche, entsprechend dem, was wir gelernt haben im Rahmen der mündlichen Befragung in der Marktforschung oder Marketingforschung: frei, strukturiert und standardisiert. Fangen wir mal rechts an, kurz zur Erklärung. Wir brauchen das nicht mehr hinzuschreiben, weil wir das schon kennen. Standardisiert bedeutet, der Interviewer hat einen fest vorgegebenen Fragebogen, den er Schritt für Schritt abarbeitet. Frei bedeutet, der Interviewer stellt eine Einstiegsfrage und lässt sich ein Gespräch entwickeln. So läuft es übrigens auch in der mündlichen Prüfung. Die mündliche Prüfung ist frei, nicht standardisiert. In den aller seltensten Fällen, und wenn jemand standardisiert vorgeht, können wir davon ausgehen, das ist die erste Prüfung, die er macht. Er hat selber noch keine Erfahrung und klammert sich an sowas, hat das vorher vielleicht sogar ausgearbeitet und hat gar nicht den Mut, ein Gespräch sich entwickeln zu lassen. Aber erfahrene Prüfer prüfen frei. Und strukturiert ist so ein Modulprinzip. Ja, dass man sagt, so den Bereich möchte ich ansprechen, also bisherige Karriere, privat, so gewisse Dinge, Hobbys, ja, um so ein bisschen auch ein Persönlichkeitsprofil zu bekommen, ohne dort zu insizieren zu werden. Das ist strukturiert. Ja, also frei, strukturiert, standardisiert sind die drei Grundformen.